Freunde, die Spannung steigt hier im Mühldorfer Stadion. Michael Herzl, Lukas Benardi und Martin Polinski am Start. Gegen den Trainer-Neon, guter Start von Josef Franz von der Innenbahn und Dimitri Berger, der geht hier von außen in Führung. Dimitri Berger an der Spitze vor Josef Franz an der dritten Position, Martin Smolinski. Michael Hertel auf der 4 und der Martin, der kämpft sich da schon ran, will natürlich hier vorbei. Was für ein Fight hier an der zweiten Position mittlerweile, Martin Smolinski, und der ist dran und geht vorbei. Martin Smolinski vor Dimitri Berger und Josef Franz. Ja, Freunde, was ist hier los in Mühldorf? Ich höre nichts von den Fans. Da kommen die deutschen Fahnen heraus. Halbzeit in diesem Lauf. Michi Hertl nach wie vor auf der 4. Aber vorneweg, da ist der Martin Smolinski. Und der ist schnell unterwegs. Schauen Sie sich das an, auf der Gegengeraden. Da gibt es für Dimitri Berger nichts zu holen. Er liegt nach wie vor an der zweiten Position. Und es ist alles bereit. Es wird angezeigt. Die letzte Runde für Martin Smolinski vor Dimitri Berger und Josef Franz. Ja, kann er hier in diesem Lauf bereits einen Punkt in der WM-Wertung abknapsen am Vorsprung von Dimitri Berger, die letzten Meter, jawohl, der Martin, er kann! Ja, das hat vom Startweg hier nicht ganz so gut aus. Und das ist Martin Smolinski. Der ist wieder vorne, Martin Smolinski. An der führenden Position, zweiter Dimitri Berger. Und dann Chris Harris an der dritten Stelle. Stefan Kart vierter, aber vorneweg Martin Smolinski. Der hat da den Start gewonnen und geht erneut an die Spitze. Und da kommen schon die Deutschlandfahnen unseren Fans heraus und die dritten, der Martin wieder in Führung. Ja, und bis dahin sieht das noch ganz gut aus, der Abstand verkleinert sich eigentlich durch Martin Polinski. Dimitri Berger, Chris Harris nach wie vor auf der 3 und Stefan Katt, der muss jetzt hier etwas kämpfen, denn die Helmfarbe weiß der Hinek Stichauer, der ist da dran an der vierten Position. Kann er da noch was machen? Hinek Stichauer aus Tschechien. So, Freunde, eine Runde gilt es dann noch, es geht in den letzten Umlauf. Und das sieht jetzt schon ganz entspannt aus. Der Abstand hat sich vergrößert in dieser letzten Runde, liebe Freunde. Und da kommt er rein, die 84, Martin Smolinski. Ja, was für eine Stimmung hier in Mühldorf, und ich habe sowas schon erwartet, dass das heute ganz spannend wird in dieser WM-Wertung.
Start von Martin Smolinski. Und der ist da knapp vorne außen rum. Da kommt mit Helmfarbe grün Lukas Spinage. An der dritten Position Mathieu Tresailleux, der Franzose. Lukas Spinage ist hier in Führung vor Martin Smolinski. Nimmt er ihm hier einen Punkt ab. Spinage vor Smolinski und Tresailleux. Und der Martin, der kämpft, der ist da dran. Muss sich natürlich auch etwas nach hinten orientieren, aber Mathieu Tresailleux ist da doch etwas weiter entfernt von ihm an der vierten Position. Da ist die Helmfarbe blau. James, der Engländer. So, es bleibt spannend um die Führungsposition. Da kommt er ganz knapp ran. Der Martin Smolinski an den Lukas Finnhagen. Jetzt bin ich gespannt, ob er da Meter gut machen kann in die nächste Ecke dort unten. In der dritten Runde. Ja, da muss er noch etwas zurückziehen, aber das sieht gut aus. Jetzt geht er nach außen. Die letzte Runde wird hier angezeigt und dann kommt er innen wieder ran. Ja, ich habe heute schon davon gesprochen, das Zünglein an der Waage ist es vielleicht hier mit Helmfarbe grün, der Lukas Finnhage. Oder kommt der Martin da noch irgendwie rangeflogen? Nein, er schafft es nicht. Von Dänemann, Mathieu Tresailleux und dann kommt Martin Smolinski. Kann er hier die Führungsposition halten? Nein, er kann nicht. Martin Smolinski an der zweiten Position. Mathieu Tresailleux, der Titelverteidiger, in Führung gegangen. Und Bernd Diener mit der Hellfarbe blau an der dritten Position. So, Martin Smolinski. Der ist da dran, dann Mathieu Tresailleux. Jetzt bin ich gespannt, hat er hier die Pace, um hier noch was zu reißen in diesem Lauf? Kann er vorbeigehen? Wäre natürlich hier ein wichtiger Punkt und Berndin auch, er muss kämpfen hier um die dritte Position. Wir konzentrieren uns auf die Spitze hier mit Mathieu Tresailleux und dann Martin Smolinski an der zweiten Stelle. Wie kommt er da raus aus der Kurve? Kann er da Meter gut machen? Ja, er kann. Er ist da relativ schnell unterwegs. Reicht das auch, um hier ranzukommen an Mathieu Tresailleux? Es geht dann in die letzte Runde. Da ist er fast dran am Hinterrad an Mathieu Tresailleux. Jetzt diese Ecke richtig gut fahren. Da probiert er sie über außen. Und da tobt hier das Stadion in Mühldorf. Martin Smolinski hat es geschafft, die Führungsposition zu übernehmen. Und dann die letzten Meter, Freunde, und dann gibt's Applaus. Martin Smolinski! Ja, liebe Freunde, was soll ich sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt und was er hier für einen Gewaltakt vollbracht hat, das haben wir gesehen hier. Guter Start hier von Martin Smolinski, da muss er sich außen rum anlehnen. Jörg Teppe ist in Führung
Die gangen ganz knapp und da kommt außen Martin Smolinski und geht an die Spitze. Martin Smolinski vor Jörg Tebbe. Dahinter mit der Helmfarbe Rot Chris Harris, die 37 der Engländer. Aber da wird noch beinhart gekämpft um die dritte Position. Theo Piper auf der 3 und dann Chris Harris. Aber vorne weg Martin Smolinski. Und dazwischen an der zweiten Position der deutsche Meister Jörg Tebbe. Der nimmt natürlich da auch noch ein paar Punkte mit, ist ja klar. Halbzeit in diesem Lauf und der Martin ist vorne. Jörg Tebbe, dann Theo Piper und Chris Harris. Shane Chains nur auf Position 5. Jetzt hat er schon einen gewissen Sicherheitsabstand, der Martin Smolinski. So, und da gehen natürlich die Fahnen schon in die Höhe. Es geht in die letzte Runde. Martin Smolinski in Führung. Jörg Tebbe und dann Theo Piper. Und die letzte Ecke in diesem Lauf für die 84 für Martin Smolinski. Jetzt hier live in Mühldorf. Und das Grünlicht. Und auf die Bosch. Jungs, Finale. Wer gewinnt den Satz? Dimitri Bersi, der ist da gut weggekommen, ist in Führung gegangen. Kann der Martin den Turbo zünden und vorbeikommen? Kann er vorbeikommen? Er kann! Martin Smolinski ist in Führung. Dimitri Bersi an der zweiten Position und der wird hier überholt von Martin Röntgen. Jetzt wird es ganz eng für den jungen Franzosen. Martin Smolinski, der ist hier an der Spitze, Freunde. Ich kann es kaum glauben. Das hält doch kein Mensch aus, was heute hier in Mühldorf abläuft. Das ist doch unglaublich. Martin Smolinski in Führung in diesem Finale. Jawohl, Freunde. Anfeuern. Mathieu Dresailleux auf Position 2. Und dann erst Dimitri Berger. So, Daumen halten und entsprechend jubeln für den Martin und ihn unterstützen, denn es geht in die letzte Runde. Letzte Runde für den neuen Weltmeister 2018. Ich will mich noch nicht festlegen, aber bis dahin sieht es gut aus und die letzte Kurve und dann tobt hier das Stadion. Martin Smolinski, Weltmeister 2018. Er hat es geschafft, Martin. Und dann kommt hier der Weltmeister, die 84, Martin Smolinski. Ja, und etwas enttäuscht, er geht gleich zurück ins Fahrerlager, die 96, Dimitri Berger. Ganz knapp war er heute dran. Das Ergebnis aus diesem Lauf
Platz 1 und 4 Punkte für die 84 Martin Smolinski und damit ist er Weltmeister 2018 aus diesem Finallauf. Und da kommt der Weltmeister 2018, die Nummer 1, Martin Smolinski. Spannend bis zum Schluss. Ich darf mich im Namen des MSC Mühldorf recht herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanken für Ihren Besuch heute. Und der Martin, der kennt sich da schon ran, will natürlich die Position mittlerweile Martin von ins Ziel und jetzt ran und geht vorbei. Und vorbeikommen!